Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu My Link Between Worlds Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, mit unseren neu erworbenen Handschuhen den Wüstentempel oder Sandtempel hier abzuschließen. Dementsprechend gehen wir da gleich mal rein und gucken mal. Genau, wir waren hier schon mal drinne und kamen aber nicht weiter, weil wir eben noch nicht die Krafthandschuhe hatten. So, und ich hoffe, dass wir das jetzt vielleicht ausgleichen können. Warte mal, hier. Müsste ich hier von der anderen Seite kommen? Oder wie hatte ich das gemacht? I don't know. Da müssen wir gleich mal gucken. Also irgendwo hat man auf jeden Fall, genau hier. Irgendwo hat man eine Schlüsseltür, beziehungsweise hatten irgendwas, wo man die Krafthandschuhe brauchten und dann nicht weitergekommen sind. Und ich denke eigentlich, dass das irgendwo hier war. Genau, genau hier. Schlüssel haben wir aktuell aber auch nicht. Hä? Nö, wir haben keinen Schlüssel. Ah, dann müssen wir bestimmt da hoch. Okay. Ja, easy. Okay. Gut, dann ist das hier die Lösung. Da ist der Schlüssel. Alles klar. Ja, dann, easy going, ne? Dann, ja, machen wir genau hier weiter, wo wir aufgehört hatten quasi. Hier konnte man damals halt wirklich nicht weitermachen, weil uns halt die Handschuhe gefehlt haben. Aber jetzt kein Problem. Let's go. Okay, geil. So, jetzt kommen wir auch hier irgendwo raus. Ich glaube, hier kann man sich jetzt auch irgendwo nochmal ein paar Items snacken, oder? Oder auch nicht. Geht's jetzt einfach nur in... Ne, hier kann ich nicht weiter. Ne, okay, dann... Dann war's das hier. Da oben ist auch nochmal ein Riss. In die Schattenwelt. Okay, Desert Palace. Oh, Bosskampf. Oder so ähnlich. Na gut, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht so als Kampf sehen, sondern eher als, ich weiche mal eine halbe Stunde aus. Ja, schon sehr boring. Oh Mann. Ein schöner Kampf hätte mir da besser gefallen. Ja, und das war's. Fabelhaft. Ah. Okay, haben wir hier nochmal ein paar. Aber. Okay, warte. Ich habe kein Schwert. Das ist schon wieder doof. Okay, warte. Bam. Und dann dasselbe nochmal. Ja, das ist halt so nervig, ne? Dass wir kein Schwert haben. Immer noch. So, zack. Und tschüss, mein Freund. Ja gut, als Bosskampf würde ich das jetzt trotzdem nicht bezeichnen. Oder Mini-Boss. Das war jetzt eher... Ja. Gut, aber wir haben jetzt einen Teleporter. Wir können uns jetzt jederzeit hierher teleportieren. Und hier muss ich jetzt direkt auch wieder mit dem Sandstab rein. Und es fehlt auch immer noch die zweite Tasche, ne? Die extra Tasche, dass ich quasi noch ein Item tragen kann. Das wäre halt echt super nützlich. Dann ja, hätte ich quasi einen Knopf mehr, den ich zur Verfügung habe. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, hier geht's weiter. Aha, was ist da? Eine Schatzkiste. Yes, Mann. Okay, her damit. Noch ein Schlüssel. Haben wir hier noch mehr Schatzkisten irgendwo? Ich habe den Kompass noch nicht gefunden, ne, glaube ich. Das heißt, ich muss mich hier, ja, ich muss hier mich noch ein bisschen genauer umsehen überall. Hier gehen wir raus aus dem Beige. Scheiße, was ist denn hier schon wieder los? Okay, dann einmal den machen. Ja, das ist, glaube ich, oh Kacke, schon ein Vorteil, dass ich da die abgegradete Variante des Sandstabes habe. Das macht's, glaube ich, um einiges einfacher. Ich gehe mal noch nicht darüber in die Schlüsseltür. Ich mache erstmal alles, was hier geht, glaube ich. Oh Gott. Das ist einfach nur ein Rückweg. Okay. Dann gehe ich hier mal noch nicht lang. Dann gehen wir erst oben rechts. Und kann ich hier runterhüpfen? Nee, kann ich nicht. Okay.
Okay, haben wir irgendwelche Schalter. Da kann ich, glaube ich, durchschlüpfen, oder? Das sieht so komisch aus, hier oben der Riss. Ja, ich lasse mich erstmal schön treffen von dem Ding. Okay, warte. Ich muss die töten. Sehr gut. Die werden auch angegriffen. So, weg damit. Boah, hier sind sehr, sehr viele Schatzkisten. Das gefällt mir. Wir müssen jetzt nur irgendwie eine Möglichkeit finden, da gut hochzukommen. Mache ich das mit Bomben? Boomerang haben wir ja leider noch nicht. Guck mal, machen wir einmal so, gell? Und dann hoffe ich... Nee, das war nix. Das war auch nix. Ich brauche einen gekonnten Wurf. Perfekt. Nice. So, was haben wir hier? Da ist er, der Kompass. Sehr schön. Da werden wir jetzt endlich... Okay, hier haben wir alles. Sehr gut. Hier haben wir noch sehr viele Schatzkisten. Und da oben auch noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da können wir noch ein bisschen was abfarmen. So, die Frage ist jetzt, wie setzen wir unsere Reise hier fort? Im besten Fall wollen wir ja die Schatzkiste da drüben haben. Wir können auf jeden Fall hier rüberlatschen. Dann könnten wir hier mit unserem Sandstab einmal den Sand erhöhen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich... Oder was sind da? Ach, den kann ich schieben, okay. Warum soll ich den schieben? Das heißt, ich habe ja irgendwo einen Schalter. Theoretisch, oder? Nein. Wo ist denn... Da. Ich müsste ja irgendwo einen Schalter... Hä? Oh. Okay, warum? Ah, okay, der macht jetzt... Ah, okay, das war der Sinn. Okay. Jetzt wird das quasi die ganze Zeit hin und her geswitcht. Cool. Ja, nice. Und wie komme ich jetzt an die Schatzkiste? Muss ich mich da von oben runterfallen lassen? Wäre jetzt theoretisch meine einzige Idee, die ich habe. Dass ich da von oben mich irgendwie runterfallen lassen muss. Und hier muss irgendwie noch ein Durchgang sein. Hä? Warte mal. Wie komme ich denn da rein? How I come inside hier? Muss ich da vielleicht auch von oben mich runterfallen lassen? Also das wäre jetzt so meine einzige Idee, wie ich da von oben reinkommen könnte. Das weit ich geht das nicht, warte mal. Ne, da komme ich nicht rein. Oder halt, warte mal. Eine Idee hätte ich noch. Ich mach den hier und lass mich hier. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Ne, das geht nicht. Okay, keine Ahnung, Leute. Wir haben jetzt zwar die Schalter aktiviert, dass hier so komisch Dauerfeuer ist, aber... Das hier sieht auch irgendwie komisch aus, hier die Platte. Ja, okay. Keine Ahnung, dann... Huch. Dann gehen wir erstmal weiter. Und hoffen, dass wir später irgendeine Möglichkeit finden, da noch... Keine Ahnung, vielleicht müssen wir uns wirklich droppen lassen von oben. Ist aktuell erstmal so die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Schauen wir später nochmal rein, auf jeden Fall. So, hier holen wir uns jetzt erstmal eine Schatzkiste. Mit hoffentlich einem weiteren tollen Item. Okay, ein Mai-Mai. Ja, ist auch wichtig, ne? So, und hier, guck mal, hier kann ich jetzt runter. Da holen wir uns jetzt noch eine Schatzkiste. Sehr schön. So, was haben wir denn hier Schönes? Der große Schlüssel. Das ist doch schon mal ganz cool. So, was haben wir denn hier jetzt alles? Okay, hier muss ich... Alter!
Schild mal, Leute. So, warte. Hier lege ich erstmal los mit dem Hammer. Zack und zack. So. Sind die zwei schon mal weg? Und dann mache ich hier jetzt mal noch mit dem Sandstab. Macht er das schon mal kaputt? Und da muss ich von oben ran, damit er das andere noch kaputt macht. Okay, verstehe. Aua. So. Das sollte passen, ne? Und dann machen wir hier mal so. Okay. Aber scheinbar müssen wir hier noch mal Kugeln. Genau, da oben muss noch mal was kaputt gemacht werden. Da müssen wir aber so Stück für Stück machen. Das heißt, wir machen jetzt hier. Das war knapp. Okay, und jetzt haben wir hier Sand aufgefüllt. Ah, jetzt ist drüben der Sand höher. Ah, verstehe. Jetzt können wir da drüben weitermachen. Alles klar. Hab's verstanden. Na? So, das heißt, jetzt müsste hier alles ein wenig höher sein, ne? Ja, easy. Jetzt kommen wir auch zu der Schatzkiste. Ja, hätte ich mir gar nicht so einen Kopf machen müssen, ne? So, zack. Oh, ein Herzcontainer. Not bad. So, dann kann ich jetzt theoretisch von hier ja einfach den machen. Ach nee, das ist schon auf der richtigen Etage, okay. Alles klar, dann hier rein. Okay, ist aber nur eine Feenquelle. Hört an. Sind wir hier auch fertig? Sehr, sehr schön. Ja, dann können wir jetzt durch die Schlüsseltür, holen uns da noch eine Schatzkiste und dann geht's schon in die dritte Etage hoch. Genau. So. Kleiner Schlüsselhammer. Und den nächsten müssten wir ja dann theoretisch hier drin haben. Aber da müssen wir erst wieder ein Rätsel lösen. Warte mal. Aua. Schubt euch mal kurz weg. Oh, die kosten aber sehr, sehr viel Mana, die Pfeile. Und machen echt gar keinen Schaden, ne? Okay. Auch nur ein bisschen Geld. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Da. Ah, oh, das sind nochmal Zombies. Hilfe. Aber. Oh. Eins. Zwei. Ich glaube, Feuer wäre eigentlich sehr, sehr gut gegen die. Ach, Manu. Nur drei. Hier holen wir uns eben nochmal den Sandstab raus. Und machen den hier. Zack. 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 Tür auf, oder? Jo. Easy peasy. So, dann, ich denke, in der Schatzkiste muss der kleine Schlüssel sein. Oh. Wir haben einen Bosskampf. Naja, gut. Schauen wir mal, ob das ein Bosskampf ist. Ja, zack. Und wo ist der letzte? Hallo? Du. Hä? Aha. So, jetzt brauche ich wieder Sand. Ist das nervig. Zack. Dum. Okay. Den hab ich und zack. Dumm. Ja, es muss ein kleiner Schlüssel sein. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich den herbekommen soll. Yay. Okay, cool. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt einfach... So, zack. Aua. Und hier... Sandstab.
Zack. 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 Und weiter geht's. Easy. So, neue Etage, neues Glück. Hier irgendwo geht's auf jeden Fall rein. Und da kriegt man auch erstmal wieder eine Schatzkiste. Mit einem Mai Mai. Okay, dann, ja, mehr kriegt man, glaube ich, hier in dem Dungeon noch nicht. Dann in der anderen Schatzkiste ist noch ein Schlüssel drin, theoretisch. Ja. Also hier muss dann theoretisch noch ein Schlüssel sein. Huch. So, der Hammer. Ach, Manu. So. Ich jump einfach mal kurz runter. Zack, zack. Und der letzte. Zack. So, genau. Wir brauchen einfach nur eine Sandbank da hoch zu machen. Ach, Kacke. Ich hoffe, die sind nicht wieder da. Doch, die sind alle wieder da. Ah. Das ist jetzt natürlich nervig. Warte mal. Dann müssen wir das ein bisschen anders machen. Das heißt, es geht so ein bisschen auf Zeit. Ja. Zack. Fertig. Genau. Da ist der letzte kleine Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt noch einen Raum betreten. Dann geht's zum Boss. Warum muss ich den Raum betreten? Warum kann ich nicht gleich zum Boss gehen? Gibt es dafür einen Grund? Und wie komme ich dahin vor allem? Zack. Ach so, okay, ja, verstehe. Der Schalter macht wahrscheinlich Sand und dann... Ja. Verstehe. So, die kommen jetzt die ganze Zeit wieder. Drüben gibt es noch ein paar Rubine. Aber. Aber das kann ich doch einfach mit meinen eigenen Bomben machen, oder? Da brauche ich doch jetzt nicht die Bomben für. Richtig? Ja. Da muss ich doch nicht die anderen Bomben für nehmen. So. Also ja, ich kann das machen. Aber ich kann auch meine eigene nehmen. Die haben auch viel größeren Radius. So. Jetzt aktiviert er das jedes Mal. Oder einmal in der Sch... Hä? Okay, warte. Irgendwo... Irgendwo geht es jetzt rauf und runter. Hier hinten wahrscheinlich, ja. Ja, das ist eine ganz coole Mechanik, ne? Von dem Dungeon eigentlich. Ich denke, den Dungeon machen wir noch fertig und dann ist auch Ende im Gelände wieder heute mit der Folge. Haben wir wieder einen Dungeon abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, was wir im nächsten Part machen. Wie gesagt, wir können ja hier irgendwie dann auch noch in die Schattenwelt gehen. Da können wir auch nochmal gucken, was wir hier so machen können. Aber jetzt ist erstmal Boss-Time. So, Hammer. Okay. Brauche ich einen Sandstab? Tatsächlich. Okay. Hä? Geht es nochmal raus? Ach, tatsächlich. Es geht hier nochmal raus und ich kann jetzt hier in die Schattenwelt. Ah ja. Siehst du, hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Tacho. Das heißt, der Boss ist in der Schattenwelt, ja? Okay, bin gespannt. Ah ja, okay, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Boah, der wird aber auch eklig werden. Das wird wieder ein super nerviger Boss werden. Sand. Okay. Was muss ich machen? Okay, pass auf, jetzt ist der da. Kann ich den einfach mit dem Hammer drüber ziehen?
das dem gerade Schaden gemacht? Nicht wirklich, oder? Das ist schon wieder so nervig. Dein Ernst? Jetzt geht er dahin. Kann ich dem vielleicht mit dem Eisstab Schaden machen? Ja. Dann machen wir es so. Und hier ist wieder schwer zu erreichen. Geht aber. Mach ich Schaden? Ja, ich mach Schaden, oder? Jo. Aber der macht irgendwie gar nichts. Merkwürdiger Boss. Ich bin nicht sicher, ob ich Schaden mache. Oh wow, er macht mal was Neues. Ah! Okay, es wird aber mehr. Es wird mehr. Also irgendwas mache ich. Oh Gott. Ich will jetzt wirklich jedes Mal meine Waffe wechseln. Aber wir machen auf jeden Fall Schaden. Sonst hätte er, glaube ich, nicht diese neue Phase bekommen, oder? Oh, Kacke. Ach, wenn ich in den Sand falle, kriege ich volles Mana? Ja, das ist ja nice. Hä? Das ist ja ganz merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, ob ich Schaden mache, gell? Ich weiß es einfach nicht. Weil irgendwie verändert sich nichts. Doch, jetzt haben wir eine neue Phase. Okay. Oh, was macht der? Nix da. Ja, normalerweise halt mit dem Schild, ne? Mit dem Schwert. Ich würde ihn gerne nochmal hier haben und würde gerne nochmal mit dem Hammer draufhauen. Macht er aber nicht. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich hier vielleicht nochmal mit dem Boomerang, mit dem Bogen versuche. Ich treffe ja gar nicht. Hä? Okay. Das funktioniert nicht. Oh Mann, Leute. Ist das nervig? Oder Bomben? Soll ich mal Bomben versuchen? Aua. Okay, Eisstab war schon am effektivsten bis jetzt. Also zumindest ist da überhaupt was passiert. Bam, 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 bam. Aber ihr müsst halt sehen, das ist ein upgegradeter Eisstab, ne? Und wie viel der Typ einfach aushält. Hä? Ich hätte jetzt auch sonst keine andere Idee, weil Bogen hat ja auch gar nichts gebracht. Bomben könnte man vielleicht nochmal probieren, aber es war halt auch sehr ineffizient. Okay, jetzt haben wir ihn. Wow, hat das lange gedauert, ey. Also ungelogen, das hat jetzt 12 Minuten gedauert, dieser Bosskampf.
Wahnsinn. Das werde ich auf jeden Fall ein bisschen kürzen. Auf jeden Fall. So, ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Also, ja, im Moment ist es ein Herzcontainer. Ist aber ein Mai Mai, okay. Und hier, das ist... Genau. Ach so, hatten wir vorher ein anderes bekommen? Aber jetzt müssten wir alle drei haben. Dann, oh, dann hat man das wahrscheinlich bei SP bekommen, oder? Kann das sein? SP, SP und das war jetzt... Boah, ich weiß es gar nicht. Hm. Haben wir jetzt das Grüne bekommen und nicht das Blaue? Warte mal, was sagt unsere Ausrüstung? Wir haben das... Hä, wir haben das Blaue noch gar nicht bekommen. Warum habe ich denn das Blaue angekreuzt? Hä? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Verstehe ich nicht. I don't know, Leute. I don't know. Okay, wir speichern mal und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich werde auf jeden Fall den Bosskampf noch ein bisschen geschnitten haben, sodass das ein bisschen erträglicher ist. Weil ganz ehrlich, 5 Minuten von dem Bosskampf kannst du locker wegpacken. Das war ja super nervig. Gut, und im nächsten Part schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.